1,40 Meter erreicht. Normal sind 6,40 Meter. Und mit diesen 7,40 Meter ließ er auch noch einen halben Meter Platz bis zur Hafenkante, sodass nur an den tiefer gelegenen Gebieten es etwas rübergeschwappt ist. Im Moment hofft man hier in Norddeich, dass der Wind so lausch bleibt, wie er im Moment ist. Und vor allen Dingen, dass er weiterhin aus südwestlichen Richtungen weht. Denn dann kann der Ebbstrom, der jetzt inzwischen eingesetzt hat, ungehindert in die Nordsee abfließen. Wie haben sich denn die Menschen vorbereitet? Die sind ja in der Regel hier immer gut vorbereitet. 12 bis 15 Sturmfluten gibt es hier pro Saison. Allerdings sowas wie Xaver, das hat auch der langjährige Hafenkapitän, der schon 18 Jahre hier arbeitet, erst dreimal erlebt. Deswegen haben die Männer Wasser droht. Es wird seinen Höchstpunkt heute Nacht um 1 Uhr etwa erreichen. Und wie gesagt, wenn nicht genügend Wasser rauslaufen kann, also je früher der Wind auf nordwestliche Richtungen dreht und das Wasser hier reindrückt, dann baut sich auch die neue Flut auf höherem Niveau auf, was im Moment sowieso leicht der Fall ist, weil wir Neumond haben und damit eine Springtide droht. Ja, und je höher eben der Wasserstand des Ablaufs